Gibt es einen Präventionsmöglichkeiten für frühes Trauma? Ja, wenn wir wissen, die meisten Ereignisse durch frühe Traumatisierung geschehen durch traumatisierte Eltern. Natürlich ist, was ist, liegt auf der Hand, dass Eltern an ihrem eigenen Trauma arbeiten. Dass wenn jemand Vater oder Mutter werden will, dass er vielleicht vorher schon schaut, aha, was habe ich an Traumalasten in mir und erstmal versucht, für sich zu arbeiten, bevor er dann Eltern wird. Ja. Ist natürlich eine ideale Vorstellung und bisher tun das wenige Menschen. Ne. Aber ist es möglich? Ne. Man könnte das tun. Ja. Die andere Sache ist, viele Eltern realisieren dann, wenn sie die Kinder bekommen haben, ich gebe etwas an die Kinder weiter, dann fangen die an zu arbeiten. Das ist, was normalerweise jetzt passiert. Eine andere Möglichkeit, frühes Trauma zu verhindern, hat auch etwas mit der Medizin zu tun. Also die Art und Weise, wie heutzutage Schwangerschaft begleitet wird, wie oft sehr invasive Untersuchungen gemacht werden, die ganzen Tests von Babys habe ich beobachtet. Auch das ist etwas, das sind Traumaquellen für Kinder, für Ungeborene. Ja? Auch die ganze Geburtsmedizin, die Geburtsprozesse. Also meine Erfahrung ist, dass Kaiserschnittgeburten, also diese Schnittgeburten, dass die ein Trauma bedeuten für das Kind und für die Mutter. Ja? Auch hier könnte man sehr viel verhindern, wir haben ja mittlerweile Kaiserschnittraten von 30-40%. Ja? Und das ist nicht zu rechtfertigen. Ja? Das ist aus psychologischer Sicht nicht zu rechtfertigen, dass man so viele Frauen und Kinder medizinisch traumatisiert. Von daher ist auch viel, glaube ich, viel Prävention kann passieren, wenn die Mütter bereits vor der Geburt anfangen, Kontakt aufzunehmen mit dem Kind. Und nicht sozusagen abwarten, bis das Kind da ist, schon vorgeburtlich in Kontakt gehen mit dem Kind und sagen, zum Beispiel ihm erklären, wie es der Mutter geht, wie geht es mir gerade. Ja? Auch wenn die Mutter dann vielleicht Schwierigkeiten hat, dass sie dem Kind das auch durchaus erklären kann. Ja? Und umgekehrt darauf, auf die Signale, die das Kind gibt, auch hört. Und zum Beispiel mit dem Kind zusammen abzusprechen, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Geburt. Also wann möchtest du geboren werden? Hast du dir schon eine Vorstellung gemacht? Ich habe diese Vorstellung, was ist denn deine Vorstellung? Also wenn diese Art von Kontakt und Kommunikation stattfindet, dann weiß das Kind, ich muss mich nicht für meine Mutter opfern. Ich muss nicht für meine Mutter aufgeben, sondern meine Mutter hat ihre Interessen, die hat ihre Bedürfnisse und ich darf meine Bedürfnisse haben. Ich darf meine Interessen haben. Und das wäre auch zum Beispiel ganz viel. Und dann auch natürlich nach der Geburt, so all diese, was nach der Geburt passiert, dass man die Babys so schnell trennt von den Müttern, ja, und dass dann die medizinisch untersucht werden. Und so. Nein, die Geburt ist ein sehr wichtiger Moment auch wiederum für die Mutter-Kind-Beziehung, sodass Mutter und Kind mindestens 2 Stunden Zeit haben, um sich kennenzulernen, von außen, um Kontakt aufzunehmen, diese Bindungsprozesse zu machen. Also das darf eigentlich niemand stören. Ja? Und deswegen ist klar, wenn eine Frau betäubt ist, wenn sie ihre Gefühle abgeschnitten hat, wenn sie im Grunde gerade eine Operation hinter sich gebracht hat, wie will die jetzt dann gleich sofort mit dem Kind gut Kontakt aufnehmen? Das geht ja gar nicht. Ja? Und dann gibt man das Kind dem Vater und dann bindet sich das Kind verwirrt. Wer ist jetzt wichtig? Eigentlich habe ich ja meine Mutter erwartet. Ist jetzt mein Vater meine Mutter? Das kann man dann zum Teil beobachten bei Kindern, dass sie verwirrt sind, dass die dann nicht wissen, ist jetzt die Mama wichtiger oder ist der Papa wichtiger? Und na, das gibt eine ganze Möglichkeit, ganz viele Möglichkeiten, hier frühes Trauma zumindest zu minimieren, wenn viel mehr auch von dieser Geburtshilfe viel mehr die psychologischen Seiten bedacht werden. Weil im Moment wird ja meistens nur die medizinische Seite bedacht. Ja, ist so. Infektion und Wiegen und Messen des Kindes und Waschen und all das. All das stört aber solche ganz sensiblen Bindungsprozesse. Ich glaube, was wichtig ist, auch immer innerhalb dieser Geburtsmedizin und Geburtshilfe ist, dass die Frauen wieder kompetent werden. Dass sie sagen, ich bin die Person, die am besten weiß, was ich brauche und was das Kind braucht. Und nicht mein Gynäkologe und nicht die Hebamme, sondern ich bin die Person, die weiß am besten, was brauche ich und was braucht das Kind. Ja? Und dann lasse ich mich beraten, dann lasse ich mich unterstützen. Aber heutzutage ist es umgekehrt. Ja? Man hat den Eindruck, als wüssten alle anderen viel besser, die Ärzte, die Gynäkologen, als würden alle viel besser, was die Frauen brauchen.
und was das Beste ist. Ja? Und die Frauen mit ihrer Kompetenz, die kommen ganz zum Schluss. Das muss umgekehrt werden. Ja? Die müssen wieder an erster Stelle sein. Die Frauen, die Mütter müssen an erster Stelle sein und dann holen sie sich Hilfe. Ja? Also man kann feststellen, dass ganze Generationen von jungen Frauen komplett irgendwie das Heft aus der Hand geben und geben es den Ärzten. Oder? Und ja, die müssen schon wissen, wie es geht. Ja? Die machen schon richtig. Wenn das passiert, dann ist das Risiko eines frühen Traumas, ja, während der Schwangerschaft, während der Geburt sehr hoch.